Freunde, hört ihr es auch? Der Berg ruft. Ja, das war gerade der Ruf des Berges. Einfach mal so am Bart zwirbeln. Pring, pring. Das war der Berg. Schön, dass ihr alle wieder da seid zum neuen Part. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und den Weg zu mir gefunden habt. So, im letzten Part haben wir die drei Aufgaben erledigt, die ich ja schon im Part davor gesagt hatte, dass wir das machen wollen. Und jetzt gehen wir rein in die Höhle. Betreten wir die Höhle mit unserem wunderbaren Hasentrio. Ja, ich bleib die auch erstmal. Ich will jetzt einfach erstmal noch nicht irgendwie wechseln. Der kalte Schlund des Berges. Aha, okay. Da haben wir irgendwie eine Fähigkeit, die wir einsetzen können. Was steht denn da? Ein Block kann nicht bewegt werden, wenn sich jemand drauf befindet. So lustig, das auch wäre. Okay. Ich habe diesen Würfel sicher 100-mal bewegt. Vielleicht brauche ich einen neuen Ansatz. Aber welchen? Aha. Okay. Das richtige Werkzeug, bla bla bla. Das war jetzt nicht so schwer. So, bin mal gespannt, was wir hier alles für Aufgaben haben. Ich denke mal, das wird genauso sein, auch wie in Strahlestrand, dass wir ja auch sehr viele Nebenmissionen irgendwie noch haben, die wir erledigen müssen, oder? Oder ist das einfach nur eine Abkürzung sozusagen? Oh, was ist denn da drin? Ja, Geld hinter einem wunderbaren... Hinter einer wunderbaren Mauer. So kann ich hier rein, warte mal. Nö, schade. Ich dachte, ich kann mich einfach so wie Houdini hinter einer Wand verstecken und dann irgendwo anders auftauchen. Aber nein, das passiert leider nicht. Wir sind leider kein Houdini, obwohl wir Hasen sind. Oh Mann, was für ein blöder Witz gerade. Hallo, Tort! Mensch, Tort, ihr hier? Was macht ihr denn hier? Es ist zu gefährlich, bei dem Wetter einen Schneemann zu machen. Ich könnte im Schnee stecken bleiben. Willst du einen Schneemann bauen? La 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 la. Sorry. Ich hätte eine Jacke anziehen sollen, aber irgendwie gefällt mir dieses Outfit. Ja, das ist dein Standard-Outfit, mein lieber Thor. Du läufst nur so rum. Egal, welches Wetter es ist. Und dann wunderst du dich, dass du dir eine Erkältung einfängst. Was haben wir denn da unten? Warte mal. Kann ich jetzt hier... ich glaube, da kann ich nur später hin oder so, wenn der ganze Schnee weg ist. Also da ist auch noch was versteckt. Gut. Also erstmal die Hauptmission machen und dann können wir uns überall umgucken. Oh, der Schneeeule. Und der schon wieder, der Dicke. Geh weg. Will ich gegen dich kämpfen. So, der kalte Schlund des Berges. Aha, jetzt sind wir ein bisschen höher gekommen. Weil, wisst ihr was, komm, den Gegner müssen wir auch platt machen. Das sind Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Boah. Schön raseriert. Mit der Raserei, wisst ihr? Rasiert. War nicht gut. War scheiße. Okay. Okay, zwei Gegner. Da ist ein Stinktier, ist bestimmt auch mein Gegner. Und da noch zwei Bomb-Orbs. Alles klar. Gut. Kriegen wir hin. Jawohl. So. Es gibt mit den Hammer. Warte mal. Kann ich denn nochmal? Nee, schade. Geht nicht. Ich hätte nochmal was ändern müssen. So ein Feuerangriff, warte mal. Das war nur Schockraserei, wa? Hm. Ja gut, hätte ich anders machen müssen. Warte mal. Ja, ja. So. Feuerangriff. Juhu. Wir sind Feuer und Flamme. Und wir machen alle fast fertig. Sing. Ups. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Nein. Oh, warte mal. Da muss man immer noch ein bisschen aufpassen, weil... Warum kriege ich ja nur den einen? Oh, ich würde den anderen voll kriegen. Oh, ich krieg ihn nicht. Mann, oh. Warte mal. Ich habe ja mit dir noch eine Raserei. Bitte? Nö. Natürlich nicht. Warum sollte er auch sterben? Stirbt der denn nicht? Doch, er stirbt. So, der Bombop ist sowieso egal, weil der stirbt ja sowieso von selber.
Und tschüss. So. Weil jetzt kommt nämlich der Bonbon und bringt sich selber um. Gewonnen. Ganz einfach. Anstatt ein bisschen schlauer spielt, aber nein, das ist ja ein Bonbon und die haben ja kein Gehirn. Mhm. Der hat kein Gehirn. So, was haben wir denn als... Achso, komm ich ja her. Moment, ich muss ja da lang. Ach, da komme ich gar nicht lang. Ja, toll, super. Dann habe ich den ja ganz umsonst platt gemacht. Gut, okay. Was haben wir da? Ist da noch irgendwas? Hier ist ein Bäumchen. Bäumchen, schüttel dich, schüttel, schütteln! Ich schüttel doch schon! Du schüttelst schon! Klingt auch ein bisschen falsch. So, was haben wir da? Da ist ein... Hier ist auch nochmal ein Eingang. Okay. Gehen wir mal gucken, was hier drin ist. Vielleicht auch nochmal müssen wir... Oh, was ist das? Ah, hier ist eine Pfütze. Eishöhle der Finsterzeit. Was haben wir hier? Aha. Hier scheint der normale Weg zu sein, oder? Ist es der Weg, von dem wir gerade gekommen sind? Es sieht zumindest so aus, oder? Warte mal. Ja, ja, palla. So. Ach, das ist einfach nur so ein anderer Raum. Hä? Ach so. Hä? Nee, warte mal. Achso. Haha, haha. Warte mal. Halt. So. Hm? Ja, so. Oder? Hoppala. Hä? Nee, warte mal. Achso, warte mal. Nee, nee, nee. Halt, 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 halt. Ich weiß, wie ich es machen muss. Moment. Hä? Warum geht denn das nicht, wenn ich darauf steige? Ah, jetzt. Wusste ich doch, so einfach ist es doch. Ist doch nicht kompliziert, ist doch hier easy. Man muss es nur schlau machen. Rätselhöhle auf Flockenbrocken. Das ist der schönste Moment meines Lebens. Ja, ist doch gut, Mario. Ist doch ganz entspannt. Du hast bloß eine Münze bekommen. So. Dann machen wir noch die Mission hier. Gucken, was sich dann dahinter versteckt. Ich hoffe, was Gutes, weil wenn da nichts Gutes ist, dann ist es auch ein bisschen ärgerlich. Ach, was ich euch mal fragen wollte, und zwar, ich überlege ja die ganze Zeit, was ich so immer noch für ein 600-Abonnenten-Special noch machen kann. Und ich habe zwei Ideen, sag ich mal. So einmal halt ein FAQ würde ich gerne machen. Oder ich zeige euch einfach mal meine Videospielsammlung. Das ist jetzt die Frage, ob was ihr gerne sehen wollt. Besiege die Sniper. Ich soll nur die Sniper besiegen? Warte mal. Hier sind zwei. Da ist keiner. Und da hinten... Arsch der Welt. Na, super. So. Hab schon wieder was vergessen. So. So, machen wir mal so. Ich glaube, die Sniper mochten kein Feuer, oder? War das nicht so? Ja. Einer ist tot, das ist sehr gut. Und... Ja. Ich werde mich immer irgendwie hinter den Gegnern halt bewegen, dass ich halt da ein bisschen einfacher vorankomme. Nee, und halt, die zweite Idee war halt, ob ich einfach mal so ein paar meiner Videospiele einfach mal zeige, so was ich alles so halt über die Jahre hin so weg so gesammelt habe. Vielleicht wollt ihr sowas mal sehen, vielleicht interessiert euch sowas. Könnt ihr gerne mal einfach mal schreiben, weil ich habe eine schöne, ordentliche Sammlung, muss ich dazu sagen. Und die ist halt, darauf bin ich sehr stolz, muss ich auch sagen. Komm ich darüber? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Muss ich ein bisschen anders spielen. Na? Warte mal, nee, müssen wir anders machen. So. Warum kommt der da nicht ran? Warum kommt der denn da nicht ran? Mann, was bist du denn für einer? Jojo. Okay. So, du machst einmal das hier. Der Gegenschlag, das hilft immer sehr. Und einmal den normalen Angriff. Sehr gut. Und mehr kann ich erstmal nicht machen. Gegenschlag. Hey! Er kann es halt zweimal einsetzen. Der kann halt einmal angreifen und einmal Dings einsetzen. Sehr gemein. Finde ich aber natürlich noch gut, dass man hört, dass man angegriffen wird. Weil. Das ist auch nicht immer so der Fall. Ja, das greift jetzt auch wieder beide an. Ja, warum kriegt der keinen Dingsschaden? Das ab. Scheiße, der ist gut. Nein! Gut, nicht so schlimm. Ich muss erstmal die ausschalten, weil dann sonst komme ich nämlich nicht weiter. Oh, bam, bam, bam. Und bei der Kraft des Handys heilen wir uns. Heilende Magie! Heilsame Energie, komm sofort! Ich glaube, das hat sie auch gerade gesagt. Kann ich den noch? Ja, kann ich noch einmal Breakdance bitte? Breakdance! Und damit macht er weniger Schaden. Und ich glaube, ich kann auch wieder die Sache wieder ausschalten, weil wir haben jetzt eigentlich von jedem Charakter das auch gesehen. Die müssen wir uns jetzt nicht mal angucken. Das ist nicht gut. Es sind alle eingefroren. Es werden schon wieder alle eingefroren sein. Ach nein! Ganz schlecht gespielt. Also wirklich ganz schlecht gespielt. Ja, das heißt auf jeden Fall, ich verliere vielleicht hier in der Runde den guten Rabbit Luigi. So, jetzt sind die erstmal alle eingefroren und ich kann nichts machen großartig, außer ich kann nur mal kurz heilen. So. Einmal kurz heilen. Cooldown? Nee, brauchen wir nicht. Nicht bei sowas. Ich glaube, diese Cooldown-Sachen sind übelst teuer. Unfair. Ja, ja. Ist es ja auch. Ich kann mich nie bewegen und die drin. So, jetzt aber. Jetzt werden wir hier zurückschlagen. Wir kommen immer noch nicht ran. Das ist so ärgerlich. Ja. Ja. Natürlich nehme ich natürlich den, den ich eigentlich hätte behalten wollen. So. Mal kurz ein. Ich spür's. Wunderbaren davon. Alter, warte mal, wie weit kann. Ah, doch, das klappt doch. Er geht dahin. Warum überleben die? Jawohl, jetzt ist er tot. Sehr gut. Und sie tötet ihn leider nicht, aber ist nicht so schlimm. Jetzt ist sie aber natürlich voll angegriffen. Kann sie voll angegriffen werden. Also klar. So. So, du Blöder. Tot! Das war jetzt ein bisschen heftiger gewesen, weil die hätten. Naja, ich sag mal so, ich hätte verlieren können, aber. Nein, mit meinem guten Gehirn habe ich es hingekriegt. Klar. So. Jo, das heißt also, hier war nur. So eine kleine
Zwischenaufgabe. Sehr gut. Das heißt, auf jeden Fall im nächsten Part kann ich dann halt die nächste Aufgabe erledigen, oder? Ja, machen wir auf jeden Fall. Was ist denn da gerade geflogen? Da ist gerade irgendwas Komisches geflogen. Ach, so ein Feuerding. Alles klar. Gut, okay. Dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Wir gucken uns mal hier noch ein bisschen um. Was es hier noch zu finden gibt. Was haben wir hier? Da oben sind Turbotreter. Ich habe in dieser Höhle Unterschlupf gesucht, als der Schneesturm begann. Aber werde ich hier wieder rauskommen? Ja, na klar wirst du rauskommen. Brauchst du keine Sorgen machen. Falscher Knopf. So, das heißt auf jeden Fall, ich müsste hier später... Lassen wir erstmal so. Aha. Okay. Einmal das wegmachen. Dann hier ist die Röhre. Lalalala. Achso. Damit wir da runter können. Zack. Hätte ich eigentlich schon vorher machen können, aber nein, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich wieder mal... Halt! Warte mal, halt. War da was? Ja, da ist was. Da ist was. Warte. Aha. Eine Abkürzung. Sehr, sehr gut. Brauche ich also nie wieder anders laufen. So. Dann bringen wir das mal weg. So. Da runter. Ah, habe ich schon runter. Ah, habe ich schon hoch gemacht. Nein, hoch wieder. Hoppala. Jungs, immer wieder hochlaufen, bitte. Bewegungsboots erhalten. Sieh dir deine Items an. Achso, es ist bestimmt, dass ich ein bisschen weiter laufen kann dann. Also das ist halt... Wie damals bei Luigi hat er ja seine Bewegungsradius ein bisschen erhöht. Und ich glaube, das ist jetzt das, was wir dann auch machen können. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was hast du denn? Ich wollte gerade wandern gehen, als dieser schreckliche Tentakel auftauchte und das Wetter umschlug. Ja, das ist natürlich scheiße, dass du Bild natürlich gemacht hast. Aber naja, was willst du machen, wa? Gut, Leute, ich würde mal sagen, ich werde den Part ein bisschen früher beenden, weil jetzt kommt wieder eine neue Mission. Das Heulen des Wolfes. Mal gucken, was das jetzt für ein komischer Gegner ist. Das hört sich an natürlich wie ein neuer Gegner. Ja, und dann werden wir, glaube ich, mal hier dann weitermachen. Ich denke mal, so viel ist hier gar nicht mehr so zu erledigen. Ach, guck mal, da sind wir bei der Schiffsschaukel. Gut, dann kommen wir da weiter. Dann ist es dort. Dann haben wir da die Abkürzung. Das bringt ja überhaupt nichts hier. Guck mal, jetzt machen wir den hier fertig. Guck mal. Also. Der Weg dort. Da ist jetzt das schwarze Ding dann weg. Dann komme ich so hin. Dann komme ich so. Dann. Hä? Das bringt ja überhaupt nichts, wie ich hier laufe. Naja, gut. Okay. Wir gucken uns das im nächsten Part an. Ich bin sehr gespannt. Aber irgendwie. Macht das hier gerade keinen großen Sinn irgendwie hier. Wie wir hier laufen. Naja, werden wir sehen. Vielleicht werden wir im nächsten Part da schlauer werden. Mal gucken, was passiert. Danke fürs dabei sein, Leute. Tschö mit Ö. Tschüss.